Ziel der operativen Therapie des Brustkrebses ist es, die lokale Kontrolle der Erkrankung zu erreichen. Es gilt dies als das primäre onkologische Ziel. Im Lauf der Zeit wurden zusätzliche Ansprüche an die operative Therapie gestellt. Es geht neben der onkologischen Sicherheit auch um das ästhetische Ergebnis und um die Verminderung der funktionellen Morbidität. Frau Professor Bielitsch-Radisic von der Abteilung für Gynäkologie an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe weiß um die Therapie des Mammakarzinoms im Wandel der Zeit bestens Bescheid. Frau Professor Bielitsch-Radisic, der Brusterhalt gefolgt von Bestrahlung ist heute Therapiestandard. Welche Zielsetzung verfolgt dieser Therapiestandard? Der oberste Ziel in der Tumorchirurgie ist auf jeden Fall onkologische Sicherheit. Das heißt, dass man schaffen, die Ränder um den Tumor freizuhalten. Vielleicht vereinfacht gesagt, dass das um den Tumor eine gesunde Gewebe da ist. Das, was wir damit erreichen wollen, ist, dass man keine neue Wiedererkrankung kommt und dass man keine sogenannte Rezidive mehr haben. Heutzutage diese brusterhaltende Therapie ist die Standardtherapie. Mitte 80er Jahren eine Routinetherapie war eine Mastektomie, bedeutet Entfernung der gesamten Brustdrüsengewebe. Heutzutage ist das nicht mehr notwendig, weil inzwischen die Studien gezeigt haben, dass eine brusterhaltende Therapie, gefolgt mit einer Bestrahlung, gleiche onkologische Sicherheit darstellt wie eine Mastektomie. Nämlich in den 80er Jahren wurden diese Studien durchgeführt und die haben gezeigt, dass meine Mastektomie durch die brusterhaltende Therapie und durch Bestrahlung ersetzen können. Das, was unser Ziel ist, neben dieser onkologischen Sicherheit, ist natürlich ein ästhetisches Ergebnis, das wir haben. Das, was wir machen wollen, ist zusätzlich Minimierung von allen funktionellen, sagen wir jetzt Störungen, also funktionellen Morbidität, dass wir senken. Und sicher ein wesentlicher Beitrag dazu hat Sentinel-Node-Biopsie geleistet. Vielleicht mehr bekannt unter sogenannten Wächter-Lymphknotenentfernung. Bedeutet, dass man Lymphknoten in der Axilla nicht mehr entfernen müssen. Sonst, dass im ersten Schritt wird nur sogenannte Wächter-Lymphknoten entfernt. Und wenn er nicht befallen ist, dann braucht man keine weitere axillare Dissektion machen oder beziehungsweise keine weiteren Lymphknoten zu entfernen. Wie groß ist der Bedarf an onkoplastischen Techniken und welche Prinzipien umfasst die Onkoplastik? So, da onkoplastische Techniken in der Tumorchirurgie der Brust heutzutage sind ein wesentlicher Teil, aus einfachem Grund, dass in der letzten Zeit ist nicht nur wichtig, einen Knoten zu entfernen, sondern auf anderer Seite, unsere Patientinnen leben sehr lange mit dieser Erkrankung und sicher die Onkoplastik gibt ein Beitrag dazu, dass wir ein gutes ästhetisches Ergebnis haben. Natürlich, Onkoplastik muss auch gewährleisten, dass wir diese onkologische Sicherheit auch haben. In der Onkoplastik wichtig ist, dass wir vor der Operation richtig planen, wo wir Schnitt machen, wie wir Schnitte machen. Und relativ oft reicht, dass wir eine Verschiebung von dem Gewebe innerhalb der Brust machen und damit ein besseres ästhetisches Resultat erreichen. Immer wenn das ein Teil der Brust entfernt sein muss, mehr als ca. 20%, stellt sich dann immer die Frage, wie das ästhetische Ergebnis sein wird. Und aus dem Grund, heutzutage ist möglich, in einer Kombination von den plastischen Techniken mit, wie ich schon gesagt habe, mit dieser Sicherheit, onkologischen Sicherheit, ist sicher möglich, der Patientin ein sehr zufriedenstellendes Resultat anzubieten. Zum Beispiel, es ist möglich, innerhalb der Brust Verschiebelappen zu machen, wo man Teil der Brustdrüsengewebe verschieben oder Teil der Haut mit dem Brustdrüsengewebe verschieben. Oder wenn das nicht ausreichend ist, gibt es auch Möglichkeit von einem anderen Teil der Brust auch, dass man ein Ersatzvolumen praktisch schaffen, zum Beispiel Latissimus dorsi Muskel, ein, der auf dem Rücken besteht, dass man praktisch nach vorne verschieben und damit praktisch das fehlende Brustdrüsengewebe ersetzen. Wie häufig ist trotz der Fortschritte eine Mastektomie notwendig und wie hat sich auch dieses Verfahren im Wandel der Zeit modifiziert? Ich muss sagen, wir sollen in Österreich sehr zufrieden sein. Wir haben insgesamt durchschnittlich in Österreich eine Mastektomierate ca. 30%. Das heißt, von 100 Patienten, die Brustkrebs haben, bei ca. 30% der Patienten ist notwendig, eine Mastektomie zu machen. Und diese Mastektomieart, wie man das machen, hat sich natürlich auch im Wandel der Zeit verändert. Früher wurde einfach das Brustdrüsengewebe entfernt und das ist eine
Linie geblieben, dort, wo der Brust einmal war. Heutzutage, diese Techniken haben sich so geändert, dass relativ oft möglich ist, dass man Hautmantel behalten und sogenannte hautsparende Mastektomie machen. Bedeutet, dass man Hautmantel von der Brust belassen, der Brustdrüsengewebe wird entfernt und diese jetzt Volumen, der fehlt an der Brustdrüsengewebe, wird entweder durch den Implantat oder durch den Eigengewebe ersetzt. Natürlich, die nächste Stufe, würde ich sagen, ist jetzt, ob man dann Vorhof und der Brustwarze belassen oder nicht. Hängt natürlich von dem, wie die Biologie des Tumors ist. Natürlich stellt sich immer die Frage, wie die onkologische Sicherheit ist. Einen direkten Vergleich jetzt zwischen diese hautsparenden Mastektomien und Mastektomie, wo man den ganzen Hautmantel auch entfernen, einen direkten Vergleich gibt es kaum. Das, was uns zur Verfügung steht, deutet darauf hin, dass sie sehr sicher sind und dass die Resultate mit dieser Art von der Techniken vergleichbar sind mit der klassischen Mastektomie. Frau Professor Bielisch-Radisic, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen hier noch eine schöne Zeit in Graz bei Experts on Tour. Danke.